Schaut nur, liebe Kinder, das ist alles für euch. Ach Quatsch, als ob ihr was kriegt. Oh, ho, ho, ho. Liebe Leute, wenn ihr das seht, vergesst es am besten gleich wieder. Wenn ihr das seht, habt ihr vermutlich schon wieder viel zu viel ungesundes Zeug zu euch genommen und unnötigen Plunder auspacken dürfen. Da würde ich jetzt gerne noch einen draufsetzen. Naja gut, von mir gibt's jetzt hier an dieser Stelle so eine kleine, aber feine Weihnachtscompilation. Also ich habe einfach random ein paar Spiele aufgenommen als eine Art Special, also... Naja, es gibt halt mehrere Games und das Video ist vermutlich ein bisschen länger als aus. Das muss jetzt mal reichen. Aber Freunde, das Wichtigste, wo immer ihr seid, was auch immer ihr gerade macht, ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten und vor allem ein paar schöne Tage mit euren Liebsten. Und auch für alle die, die kein Weihnachten feiern, natürlich aus religiösen oder sonstigen Gründen. Ihr habt hoffentlich trotzdem frei und seid bei den Menschen, die euch etwas bedeuten. Also genießt auf jeden Fall die Zeit und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Servieren wir als ersten Gang eine feinherbe Delikatesse, frisch aus der hinterletzten Kloake der Indie-Horror-Game-Welt. Herzlich willkommen zu Irony of Nightmare, die Ironie des Albtraums. Ich hoffe auf weniger Albtraum, dafür mehr Ironie. Man kennt ihn. Ansonsten werde ich dafür selber sorgen. Linke Maustaste gedrückt halten, um Türen aufzuziehen. Linke Maustaste drücken, um zu interagieren. Mit dem Keyboard interagieren, um zu sitzen. Und Spacebar, um vom Computer aufzustehen. Alles klar, hab's kapiert. Oh, lol. Was hab ich denn da vor, Alter? Wen will ich denn damit aufhalten? Habe ich Angst, dass John Cena hier durch meine Tür prescht? Oh mein Gott, ach so. Ich dachte jetzt, ich habe mit der Hantelbank irgendwie die Tür versperrt. Ja, keine Ahnung, was ich hier drinne vorhatte. Fragt lieber nicht. Fröhliche Weihnachten. Oh, das klingt aber äußerst liebenswürdig. Du hast zu viel Zeit am Computer verbracht. Und gleich wieder mit Vorwürfen ins neue Jahr reinstarten. Ich liebe dich auch, Mom und Dad. Wie Zeit am Computer? Geht's um mich oder was? Ich fühle mich auf merkwürdige Art und Weise betroffen. Ich habe eine Notiz an die Wand gehängt. Du hast es nicht mal bemerkt. Wir haben den Tannenbaum dekoriert. Du solltest ihn dir ansehen. Oh, sollte ich das? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt eher irgendwie nicht so den Eindruck, als würde mich das irgendwie jucken. Aber gut. Dann werde ich das mal tun. Nicht wahr? Wenn ihr mich nicht in meinem Zimmer eingeschlossen hättet. Seid aber selber nicht so drauf gekommen, oder? Meine Güte, Alter. Mein Becken ist heute äußerst gebärfähig. Was auch immer ich am PC gemacht habe, es war sehr kalorienreich. Okay, dann gehst du halt nicht auf. Ich stehe mal so richtig drauf, wenn die Türen in meinem eigenen Zuhause alle abgeschlossen sind. Als ob in jedem Raum einer ist, der da kacken muss gerade. I doubt it. Guten Tag. Sind Sie der Weihnachtsbaum? Sie machen irgendwie einen ziemlich verdächtigen Eindruck, muss ich sagen. Meine Güte, was ist denn das mit den Türen? Warum gehen die denn nicht einfach auf? So eine blöden Zieh-Mechaniken. Das kann ich noch nie leiden. Ja, schön. Darf ich jetzt weiter Call of Duty spielen? Ich soll mir die angucken, okay? Ah! Ach, klar. Das war alles eine Falle. Ich hab's gewusst. Oh Gott, oh Gott. Okay. Das geht ja gut los. Und jetzt? Ich sehe nichts. Du bist nicht besonders hilfreich, auch wenn du dir Mühe gibst. Oh, ich sehe was. Aber meint. Wie lange ist es her, seit sie gegangen sind? Weiß nicht, wie lange hast du denn gezockt, Alter? Oh, eine Lampe. Oh, ein Schlüssel. Dankeschön. Ich weiß mir zu helfen. Den hättet ihr aber echt auch ein bisschen besser verstecken können, muss ich sagen. Was soll denn das? Und nu? Hi, alle miteinander? Ich bin wieder am Start. Freut euch? Ich mich auch nicht. Oh, gosh. Oh, no. Habe ich jetzt den Schlüssel hierfür verbraten, oder? Habe ich noch einen? Nee, ich habe noch einen, Leute. Hört sich an, als würde jemand Schnee kehren, Alter. Ist es mal gut hier? Oh, Mann, ist es noch nicht gut, ne? Warum habt ihr in dem Spiel Lichtschalter, wenn die nicht funktionieren? Warum macht ihr euch die Mühe? Okay, gut. Was ist denn hier los, Alter? Was für ein Tohuwabohu, Alter. Ah! Guten Tag. Darf ich mir das mal ausleihen, bitte? Ah! Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht stören. War ich vielleicht etwas zu grob? Naja, immerhin hat sich Mutti vor ihrer Abwesenheit ums Essen gekümmert. Na dann mal guten Hunger, nicht wahr? Ach, der ist ja versorgt mit Äpfeln und so einem Scheiß. Passt schon. Der kommt schon klar. Mann. Mir ist ein bisschen mulmig, muss ich sagen, von dem Game. Oh. Ah!
Was? Was denn? Wo denn? Ich sehe nichts. Hättest du mal das Licht angemacht? Hättest du es nicht ausgemacht, hätte ich mich auch erschreckt. Plottwist, ich habe mich auch so erschreckt. Dieser Lichtschalter ist äußerst awkward platziert. Oh nein. Irgendwas in mir sagt mir, dass dort meine kleine Schwester wohnt. Oh, die ist wieder annervig und möchte, dass ich mit ihr und ihren Puppen spiele. Na gut. Dann machen wir das. Hi. Wollen Sie mit Puppen spielen? Oder wollen Sie mir einen Staubsauger verkaufen? Ich warne Sie. Ich habe eine äußerst muskulöse Präsenz. Ich trainiere auch. Also, ab und zu. Wenn ich gerade nicht Counter-Strike zocke. Ich meine Call of Duty. Ach, Sie wissen schon. Wie die Kids heutzutage halt so drauf sind, nicht wahr? Wehe, Sie trampeln da auf Mamas Rosenbeet herum. Das macht, hat die gar nicht gerne. Da enden Sie nachher im Kühlschrank. Sie wissen nicht, wie das ausgeht. Das ist eine Riesensauerei, Alter. Okay, gut. Lass mal einen Schlüssel suchen. Mensch, das ist ja ganz was... Ah! Ganz was Neues. Wow, die Scares sind gut. Ich hätte vor dem Model mehr Angst, wenn ich das nicht schon in 1000 anderen Indie-Horror-Games gesehen hätte. Das ist nicht selber gemacht. Das ist gekauft, Alter. Per Lieferando. Ja? Wo gehen wir jetzt hin? Duschen oder so? Soll ich Ihnen vielleicht Gesellschaft leisten? Ich rate mal, weil die Küche haben wir schon abgehakt. Badezimmer, die gab's noch nicht. Oh. Oh, doch nicht? Ach, schade. Ich meine, hätte ja sein können. Ja, und nu? Ich kann doch hier überall mit interagieren. Was ist das? Rum. Ja, ein Glas bitte. Voll machen. Ganz voll machen bitte. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Oh, noch ein Schlüssel. Ah! Dankeschön. Eine lustige kleine Schnitzeljagd, nicht wahr? Ah! Ich sag's doch! Ah, 1000 Punkte! Dafür müsst ihr jetzt auch mal das Video liken, Freunde. Bitte. Ja? Ah! Waren Sie mal auf, mich so anzufassen, Alter? Ich ruf gleich die Polizei. Bis jetzt waren Sie noch artig. Ich hätte Ihnen sogar ein Handtuch vorbeigebracht. Und erst danach können wir Puppen spielen. Aber nee, Sie müssen es ja immer wieder aufs Grobe ankommen lassen. Ja, ist klar, das merke ich mir. Ich weiß schon, wie ich mit solchen Gästen umgehe. Und er blickte verstohlen auf den Kühlschrank. Was haben wir hier jetzt drinne? Ne, warte mal. Das war doch schon offen, oder? Das ist doch wieder der Weg zu meinem Zimmer. Ja, noch ein Schrank. Out. Da steht auch irgendwas. Ist das ein Passwort? Oder ist das einfach ein Fehler? I don't know. Mann, das ist irgendwie ein bisschen mulmig. Hey, mein Computer ist wieder an. Moment, können wir damit irgendwas machen? Moment, wie geht es hier? Scheinbar ja. Du hast eine neue Mail. Ausdrucken? Hätte ich jetzt auf Nein geklickt, was passiert? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Wie der Name halt schon sagt. Oh wow, das ist super angenehm. Wie bei schöner Wohnen. Extrem gemütlich. Nee, macht sich aber keine Umstände. Ich komme mir schon klar. Oh Gott, Alter. Ist es eine verschlüsselte Botschaft? Also wenn, dann möchte ich demjenigen einen Tipp geben, vielleicht nicht die Lösung außen rum zu platzieren. Also das ist zumindest das, was ich denke. Von außen nach innen oder von innen nach außen entschlüsseln. Warte mal. PSI? Ja, wegen dem Apostroph macht das Sinn. Das ist TM. Ja, genau. Also I'm und dann UNO L. Noel. Ich bin Noel. Okay, Noel. Was hast du denn zu sagen? So eine merkwürdige Anwesenheit gerade gespürt. Macht nicht so eine Faxen hier, ich sage euch. Weihnachtsmann wird sauer. So, Noel, was willst du denn? DSW I Ach, R. Right. TSM, me. Write me. Okay, Noel. Du willst also, dass ich dir schreibe. Meine Güte, Alter. Das ist aber auch. Also, ist durch die Blume hat er es formuliert. Da kannst du aber direkt mal sagen, was du ja von mir willst. Zum Glück, haben wir hier ein Chatprogramm. Hey, ich weiß, dass du da bist. Wer ist denn Nick, Alter? Ich will mit Noel chatten. Das war doch Noel, oder? Warte mal. Warte. Nur für meinen Verstand. Ich bin doch nicht bescheuert, oder? Also bin ich schon, aber... N-O-E-L. Ja, hä? Was? Okay, dann chatte ich halt mit dir. Noel ist leider abtrünnig, würde ich sagen.
Ja, ich bin da. Oder so, oder was hätte ich jetzt sagen sollen? Ich weiß noch nicht. Du musst dich beeilen. Du musst, willst doch hier raus, oder? Nope. Ja, okay, ich möchte schon ein bisschen hier raus. Ich möchte mir was zu essen suchen. Hab ich mir gedacht. Du hast eine Chance. Oh, okay. Muss ich jetzt Angst haben? Wenn du alles tust, was ich sage, dann wirst du vielleicht entkommen. Wenn du es nicht kannst, dann wirst du bei deinem neuen Freund bleiben. Oh, du meinst den aus der Dusche? Wehe, der tropft dir alles voll. Kennst du den? Erzähl dir mal ein paar Takte. Das ist ein Widerling, ist das. Bereit zuzuhören? Ja, Mann, wenn es denn sein muss. Sag Noel, du hast mir schon alles erklärt. Nicht, dass der nochmal anfängt, mir Nachrichten zu schicken. Okay, hör gut zu. Ich werde die Tür im nächsten Raum für dich öffnen. Und zwar jetzt. Da findest du ein Spielzeughaus drinne. Dahinter ist ein Schlüssel. Nimm es und geh raus aus dem Ausgang. Und denk nicht mehr dran, nach hinten zu schauen. Viel Glück. Was? Jetzt schon? Oh Gott! Wer hat auf die Katze getreten? Aber wie soll ich mich denn umdrehen? Oh Gott. Oh no. Hier ist das Spielzeughaus. Entschuldigt bitte. Hier steht auch was. Out. Ja, bitte. Da gibt es her. Ja. Und jetzt? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Okay, wo ist die Exit-Tür? Ich weiß es nicht mehr. Hier doch irgendwo, oder? Oh, shoot. Oh, shoot. Hier ist, hier ist das Wohnzimmer. Ich darf mich nicht umdrehen, Mann. Wo war das? Alter, ich weiß es nicht mehr. Oh, Gott. Oh, Gott, ich darf nicht. Hier, das hier? Ja. Ich bin gekommen, Mama. Und jetzt? Kann ich da durch? Was ist denn hinter mir eigentlich? Oh, der Typ! Ich glaube, es war der Typ. Ich bin mir nicht sicher. Hat er sich jetzt das Haus erobert mit der Hilfe von Nick und Noel, Alter? Ich glaube ja wohl, ich spinne. Oh. Du hast auch alle deine Freunde mitgebracht. Na, stinkt da auch? Oder habt ihr jeweils andere Modelle von Staubsaugern zu verkaufen? Ich weiß ja nicht. Macht mal einen Spruch. Ihr seid ja nicht gerade redselig. So wird es aber nichts mit dem Verkauf. Von dem Outfit mal abgesehen. Das ist wirklich... Das ist entzückend geworden. Tatsächlich. Nee, nee, nee. Ihr habt euch schön rausgeputzt, ja. Ah! Du kannst so bei Mutti an Weihnachtstisch sitzen. Du kriegst sogar ein Stückchen Schweinenase ab. Er ist entkommen. Aber er... Achso, er ist entkommen, aber du wirst nicht. Was? Ich war da draußen, Alter. Das ist ein steifes Briefchen um mein Näschen geflattert. Das habe ich gemerkt. Du wirst das für immer spielen. Oh, Nick, da kennst du mich aber schlecht. Ich werde jetzt einfach zurück ins Main-Menü. Ja, das kann ich nicht, das ist alles ein Hoax. Na gut. Okay, dann ist es eben so. Passt schon. Gut, Wait. Warte. Fängt das jetzt wieder an? Muss ich wieder alles von vorne machen? Nein. Nee, das ist irgendwie anders. Wartet mal. Gibt's ein anderes Ende? Ich will mich mal schnappen lassen. Warte, ich spiele das nochmal. Bin gleich zurück. Ach so, warte mal. Der hat es mir hier schon vorbereitet. Alright, warte mal. Das ist irgendwie anders. Aber hier liegt der Schlüssel wieder. Und jetzt kann ich hier irgendwas... Oh, die Schubladen. Okay, Moment. Wo finden die denn hin? Da ist nichts drinne. Das ist aber enttäuschend. Hier vielleicht? Nee, da kann ich nicht rein. Ich kann mich umdrehen, ne? Da passiert überhaupt gar nichts. Du veralberst mich doch. Das ist doch alles ein... Fieses... Oh Gott! Fieses Psychospiel. Okay, du hast gewonnen. Du bist tot. Jetzt muss ich wieder anfangen. Okay, alles klar. Not bad. Ja, kein schlechtes Spiel. Das hat schon irgendwie Bock gemacht, muss ich sagen. Für so eine kleine komprimierte Erfahrung hier. Am heiligen Abend. Dankeschön auf jeden Fall. Leute, sogar Mr. Meat hat hier ein semi-fettes Weihnachts-Update abgesahnt. Gibt zwar, soweit ich weiß, keinen neuen Content, sondern nur ein bisschen Deko hier und da. Scheiße, das wollte ich eigentlich gar nicht verraten. Naja, wir schauen es uns trotzdem an. Da wird wenigstens das Video ein bisschen länger, oder? Alter, nach so einer Zeit lösen sich diese
billigen Barthaare hier auf und werden zu so einer galertartigen Flüssigkeit, Alter. Das ist mega appetitlich auf jeden Fall. Hallo? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Ja, der, der die immer die Mädels klaut. Ich brauche halt auch noch ein paar Leute, die in meiner Fabrik hier die Spielzeuge zusammenkleben. Weißt du Bescheid, oder? Ah ja, das ist gleich viel gemütlicher. Wie man es schafft, mit einem kleinen Weihnachtskranz sein schreckliches Spiel zu einem sehr, sehr amüsanten Erlebnis zu machen. Das sehen wir hier, liebe Freunde. Hat er schon was mitgekriegt oder ist er noch am Essen? Man weiß es ja immer nicht so genau. Hallo, Fleischbällchen. Jemand da? Das ist aber hochgradig entzückend hier, muss ich sagen. Warum hat er keine Lichterkette im Geweih? Das wäre so das Erste, was ich machen würde. Alter, so ein richtiger Schönling, Alter. Ja, tut mir leid, ich möchte mich hier nicht mit Oberflächlichkeiten aufhalten, aber du bist halt einfach mal verdammt hässlich, was soll ich sagen? Oh, warte mal. Ich glaube, das hat er gehört, oder? Ich habe gerade ein signifikantes Brummen vernommen. Oh, ich habe gerade einen signifikanten Rülps vernommen. Ja, wie spielen wir das jetzt? Ich kenne deine kleinen Tricks. Guck mal. Bereit für deine Überforderung? Warte, was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Ah, ich muss raus, ne? Oh nein, er hat mich gesehen. Oh, zu Hilfe. Oh, wirklich zu Hilfe. Mama, sieh da. Guck mal. Ja, was machst du denn jetzt? Oh, scheiße. Ich glaube, er hat einen Weg gefunden. Mist. Ich habe mit weniger Intelligenz gerechnet, Leute. So wird man getäuscht, Alter. Ich sag doch, man darf sich nicht an Oberflächlichkeiten wie dem Aussehen und sowas festhalten. Da wirst du halt einfach immer enttäuscht. Die Leute sind doch schlauer, als sie aussehen oft. Gut, jetzt eher vielleicht nicht ganz so, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir ja auch gleich noch ein bisschen pädagogischen Mehrwert mit, ihr wisst Bescheid. Ja, du bleibst draußen, bitte. Während ich ja dein Haus ausräume. Oh, guck mal. Das ist aber süß. Kann man damit irgendwie interagieren auch noch? Nee, ne? Das ist einfach wirklich bloß Deko. Oh, der kommt hoch. Der ist aber heute ein bisschen annervig, muss ich sagen. Gut, mach ich halt hier weiter. Passt schon. Hier was? Nee, hab ich nicht. Bitte komm nicht, dankeschön. Ich möchte hier bitte alleine sein. In deinem Haus. Wenn es denn recht ist. Oh, Autoschlüssel. Genau das habe ich gesucht. Da war ein Geräusch, du solltest auf jeden Fall nachgucken, was da Phase ist. Vielleicht gibt es ja hier einen Einbrecher. Hab gehört, es ist schlimm geworden in letzter Zeit. Weh, du kannst jetzt hier durch das neue Update. Ich wäre so traurig. Nee, kannst du nicht, ne? Alter, die Sounds. Die sind aber echt relativ räudig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, wie spielen wir das jetzt hier? Was ist denn das hier überhaupt für ein Schlüssel? Hör mal. Ich kann euch überhaupt gar nicht einordnen. Oh, ich geh jetzt hier raus vor die Tür. Wird mir ein wenig zu stickig da drinnen. Ja, ja, da kannst du ruhig herkommen. Halt den auf. Halt den auf, solange du kannst. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel für da drinnen. Oh nein, er wird mich kriegen. Oh nein, lieber Kommentarbereich. Was werde ich nur tun? Wie kann ich dem Bösen je entkommen? Leute, ich bin dem Bösen entkommen. Ich kann es selber noch gar nicht fassen. Oh, jetzt piept es gleich wieder, ne? Mist. Der ist mir auf der Fährte, Leute. Der weiß mehr, als wir zu ahnen glauben. Als wir zu glauben scheinen. Als wir zu wissen gedenken. Naja, ihr wisst schon. Glaubt schon. Naja, ihr ahnt es vielleicht. Ach, ist auch egal. Hört mir überhaupt noch jemand zu? Was weiß ich schon. Ich würde es euch auf jeden Fall nicht geraten haben. Wenn euch euer Intelligenzquotient lieb ist. Wisst ihr, das ist die langweiligste Kühe ever. Und das bei jemandem, der sich Mr. Fleisch nennt. Ich bin enttäuscht. Oh, geheimer Schubladenschlüssel. Was haben wir denn da nochmal von? Ich weiß gar nicht mehr. Hier geht's auf jeden Fall zu dem Secret. Oh, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt, Alter. Ach nö, jetzt kommt der. Möchte aber nicht. Ich schnapp mir erstmal den Hammer, warte mal. Pff, das ist so ein Lahmarsch, ey. Das gibt's gar nicht. Ich sollte das vielleicht doch mal irgendwie auf normal spielen oder so. Damit es hier ein bisschen aufregend ist. Oh, ne? Also, das mit dem Bart ist echt halt voll ekelhaft. Hier, halt mal. Danke. Du bist so nichts Nutze, ey. Kann ich da bitte rein? Danke sehr. Boah, hat sich aber Zeit gelassen. Bei so einem Plumpsklo, da hätte ich aber nicht widerstehen können, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oh. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ach, warte mal. Da brauche ich auch noch den Hammer. Was ist denn das hier? Ey, Klöpschen, dir ist da was aus dem Mundwinkel gefallen.
Du solltest das vielleicht untersuchen. Sieht nicht besonders gesund aus. Und wo wir gerade bei deiner Familie wären. Oh, da gibt es doch irgendwie so ein Röhrchen da drin, oder? Oder spreche ich hier gerade von einem Update aus längst vergangenen Zeit? Nee, wir haben hier einen roten Schlüssel. Naja, ist fast... fast genauso schön. Toll, ein Waldfee, Alter. Das ist das besinnliche Fest. Beruhigen Sie sich bitte. Oh, jetzt bin ich bei dem Schwein. Warte mal. Das kann ich mir aber gleich mal anschauen, oder? Ob das auch irgendwie verändert ist? Oh, Moment mal. Das will ich sehen. Nee, eigentlich möchte ich es nicht sehen. Komm, zwäng dich da durch, Dickerchen. Wir haben hier einiges noch zu erledigen. Ich hab mich gesehen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich tot. Nein! Dieses Schwein ist so fucking OP, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Da fällt mir gleich der Stern vom Baum, Junge. Ich kann's euch sagen. So, wie funktioniert das? Ich weiß es. Ich kenn das Spiel auch gar nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, wie das hier klappen soll. Ich dachte, es stand jetzt da drunter. Ich hab's leider mit diesem Strohhaufen da verwechselt. Ja, aber ich hätte es zugeritten, Alter. In die Schlacht, Junge. Na, hey, ja. Vor allem, das ist so kein Autoschlüssel hier, Alter. Damit mache ich meine Garage auf. Ich brauche halt die Kneifzange, Alter. Ich weiß nicht, wo die ist. Oh, hier ist die Zange, Alter. Da habe ich die ja noch nie gesehen. Meine Güte. Sieht zwar aus wie der Weihnachtsmann, aber ich mag diese Art von Überraschungen noch irgendwie gar nicht so richtig leiden. Warte mal, ich brauche das Ding nochmal draußen, oder? Ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Oh, ich habe ja noch den Schubladenschlüssel. Naja, das kann ich mir immer noch holen. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist, Alter. Ich sollte das öfters mal einfach mal ein paar Monate nie spielen. Habt ihr gehört, Entwickler? Bitte keine neuen Updates. Ach, wieso kann ich das denn damit nicht zerschneiden? Ach, komm schon. Ich werde ihn jetzt hier auf jeden Fall erstmal über den Haufen ballern. Hallo. Da bist du, mein kleines, rundes, süßes Dickerchen. Komm. Eine kleine Weihnachtsüberraschung für dich. Ah. Warte mal, jetzt werde ich mich an dem Schwein vergehen, Mama. Oh ja, darauf habe ich schon so lange gewartet. Es ist in meinem Mund, aua. Helft mir. Es ist ekelhaft. Es ergreift Besitz von mir, Leute. Es erobert mich, Alter. Command in Partner 2. Und er ist nicht da, um es zu verhindern. Komm her. Komm her, du kleine, dicke Missgeburt. Ja, da bist du. Bam, und jetzt bist du nicht mehr da. Und zum krönenden Abschluss werde ich mir mal noch eben meine Hose ausziehen und ein ekliges Face mit meinem blanken Arsch immer und immer wieder in den Schlamm tunken. Batsch, 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 batsch. Fest der Liebe, Mofugas. Fest der Liebe. Au! Gleich kommt ein Rudel, Alter. Sie werden erbarmungslos über diese Einrichtung herfallen. Dann spießen wir das Schwein auf irgendeinen Holzpflock und werden es anzünden. Und dann eventuell, wenn wir da noch Zeit haben, so einen Regentanz darum vollführen oder sowas. Aber da müssen wir erstmal schauen. Mal sehen, wie die Jungs so Bock haben. Oh mein Gott! Der hat auf jeden Fall mächtig Bock. Man kann es ihm nicht verübeln. Du, ich habe alle umgebracht, die du lieb hast, by the way. Oh, warte mal. Das ist die letzte Nacht? Und da stürzt das Spiel ab! Nein! Wegen der Werbung! Ach komm! Jürgen, es tut mir leid. Aber ich habe die finstere Tat vollbracht. Ich habe das Schwein umgebracht. Yes! Das ist ein Sieg für mich, Leute. Da gibt's nichts zu diskutieren. Okay, dafür kann ich nichts. Und es gab da jetzt inhaltlich sowieso eh nichts Neues. Von daher haben wir das auch alles schon gesehen. Wo wir gerade beim Thema sind... Komm, wenn wir einmal dabei sind, dann ziehen wir aber auch durch, oder? Ich liebe diesen Skin. Ich finde den so fantastulös. Jingelt der? Warte. Ein bisschen, oder? Ich glaube, der jingelt ein bisschen. Oh mein Gott. So gerade so, dass es einen nicht nervt auf Dauer. Oh mein Gott, ich liebe das. Das ist ja absolut großartig. Voll geil, Alter. Im Gegensatz zu den Barthaaren, die sich in meinen Zähnen verfangen. Alter, das ist das Ekelhafteste, was ich je im Mund gehabt habe. Nach, naja, ihr wisst schon. Oh, mein Lieblingskiller. Einem Ohrwurm von Wab Wab oder so. Ich rette dich. Ich rette dich! Das war seine Schuld. Ich hätte dich gerettet. Hätte ich sie runtergeschmissen? Ich sag ja nur. Oh, verdammt nochmal. Okay, zum ersten Mal gegen die genervte Spirit. Habe ich mir sagen lassen? Ja, pff. Ja, mal schauen. Wir sind raus, sie. Dwight, nicht rennen. Dwight, nicht rennen. Lass mich dich heilen. Dwight!
Stehen bleiben! Bleiben Sie sofort stehen, Polizei! Sie haben meine Weihnachtsgeschenke gestohlen. Komm her. Oh, warte mal, ich muss ihn erst genesen. Ich habe 9 von 10 Heilungen anderer Survivor für die Archiv-Challenges zu machen. Das heißt, die habe ich jetzt hiermit, würde ich sagen, sofern nichts schief geht. 1, 2, 3. Bum, 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 bum. Nee, damit erledigt. Ja, sehr gut. Wunderbar, so kann das Spiel anfangen. Alles klar, nun zurück an die Arbeit. Faulpelz, Alter. Muss noch genug Geschenke ausgeliefert werden. Hui. Oh, Vorsicht! Da ist ein Psycho mit dem Schwert im Arm. Boop! Ha! Habe ich recht? Ha! Oh Gott! Dwight! Dwight, help! Oh, das ist eine richtig schlechte Ausgangssituation hier gerade. Yeah, yeah, get him, get him, get him, yeah. Yeah, 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 yeah. Komm da runter, junges Fräulein. Und dann ziehst du dir gefälligst mal was an. So gehst du mir ja nicht auf ein Haus. Auf ein Haus. Ich kann nicht mehr sprechen. Das liegt alles an dem Bart, Alter. Das liegt alles an dem Dwight. Der hat die Palette runtergeschmissen. Oder Jake oder wer das war. Ja, der wird es ja wohl selber wissen. Ihr Kinderlein, komme. Oh Gott. Your Survivorlein leidet. Alter, was für ein Soldat, der hängt sich einfach wieder dran, Alter. Ja, das sind die Strategien. Immer schön unter Druck setzen. Immer keinen Fick geben. Immer den geschwollenen Sack präsentieren. So sieht's nämlich aus. Ah! Oh mein Gott! Ein bisschen erschrocken hier gerade. Ja? Ja, Spirit, machen wir das so? Schlagen wir auf die Palette ein. Gibt es da ein bisschen Donnerwetter? Oh Gott, kommt sie? Please no. Puh, gerade nochmal gut gegangen, Alter. Warte, sie steht da. Sie starrt mir auf den Hintern. Ich sehe es. Ich weiß, er ist heute besonders knackig. Aber wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Warte mal. Ich mache, glaube ich, den weiter. Weil der ist auch schon ein bisschen dran gearbeitet. Okay, sie ist beschäftigt. Sehr, sehr gut. Ah, vielleicht wären es die Strategien, zurück zu meinem zu gehen, der da so im Feld steht. Weil der ist ziemlich unsicher. Wisst ihr was? Ich mach das mal. Ja, 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 zu zweit, zu zweit. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Lass uns das tun. Lass es uns tun. Ah, keine Angst, da passiert nichts. Siehst du, alles easy. Wir haben doch die Fliegenfänger hier bei uns. Oh mein Gott. Komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Schneller, 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 schneller. Noch ein bisschen schneller. Nein, das ist doch nicht quitten, Alter. Ey, die frisst die DC-Strafen wie ein Motherfucker, Alter. Oh, shit. Oh, shit. Du musst dich anstellen. Du musst dich anstellen, Jake. Lol. Lol, ich? Lol, warum? Lol, wieso? Was habe ich dir getan? Bin ich besonders zum Anbeißen, ja? Oh, Fatsch. Oh, gosh. Ja? Ist los, Schlaganfall oder was? Okay, okay, Spirit, okay. Ist gut, ist gut. Beruhige dich bitte. Ist genug Knackarsch für alle da. Oh, warte mal. Sie ist raus hier, Alter. Alter, ist das ekelhaft, Alter. Meine Güte. Ja, komm her hier. Alter, das ist auch dieser Jake-Skin, ne? Sieht aus wie, als würde er was wissen, Alter. Merkt ihr das? Das ist ein Geheimagent, der aber versucht, wie keiner auszusehen. Aber alle wissen es. Wir kennen dein Geheimnis, Jake. Du musst Mittel und Wege finden, uns zum Schweigen zu bringen. Ja, yeah, ja, yeah, die Crouch-Strategie. Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Get him. Get him, Danny. Wir sind nur noch zu dritt. Oh, das ist der letzte Generator. Wow. Generator Rushing. In meinem Dead by Daylight. Was machen die? LOL! I don't know. I don't... Ich...
das. Eieieiei. Ah, das tut weh. Du Arschloch. Oh Gott, nein. Nicht Haunted Ground, Mama, nö. Ich möchte nicht. Der hat gedacht, das ist Know It, ne? Aber er hat Know It gemacht. Hi, Hedge. Hi, Happen. Uhaha. Ich save die mir, Alter. Das ist mein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich fühle mich schlecht. Ich hoffe, meinem Teamkameraden geht's gut. Wisst ihr was? Ich bleibe in dem Schrank, Alter. Das... Warte, oh, scheiße, der wird gejagt. Oh, scheiße. Okay, gut. Gut zu wissen. Da kann ich hier die Tür aufmachen. Und du hast es gleich geschafft. Noch ein Stück hinein, komm nicht her. Sie kommt, oder? Oh, ich hasse dich. Oh, warte mal, Haunted Ground ist weg. Sehr gut. Hier ist keine Palette mehr. Baby, mach das Tor auf. Baby. Oh, lol. Was mit ihr denn? Oh. Hi. Guck mal, was wir hier Schönes haben. Alter, lol. Der ist aber nicht gut kuscheln essen, Junge. Die ist sauer, habe ich das Gefühl. Help me. Oh Gott. Ich hätte laufen sollen. Dann hätte sie geovercharged, glaube ich. Komm, ich hing noch nicht. Du kannst mich rausholen. Tu es, tu es. Komm, für die Crew. Crew, love is life oder sowas. Keine Ahnung, denk dir irgendeinen Grund aus. Komm, borrow time, save hier raus. Ab geht die Boss. Let's go, Sunny Boy. Tu es. Tu es. Oh Gott, du bist schnell! Fatsch. Ah, das ist Hedge. Wenn du rausgehst, bin ich auch raus. Ja, geh! 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 Ich nehm die Hedge! Yes! Nein! 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 Sie ist schlau! Sie hat ein Gehirn, Alter! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Ich hasse dich! Der T-Bag, Alter, der hat mich gefickt, Mama. Nein! Es schmeckt salzig, Mann. Och nö, der steht da immer noch. Geh doch einfach raus, du Idiot. Ich glaube, so weit hat er nicht gedacht. Ich dachte, der wäre sich der Situation ein bisschen bewusster. Egal, aber das war witzig, Alter. Das war mega spannend. Was für eine geile Runde, ey. Lol. Ey, es ist köstlich, Alter. G-Fuken-G, ey. Boah. Oder Jake. Wer ist entkommen? Weiß nicht, wer das war. Ich glaube, es war der Jake, oder? Oder war es der Dwight? Ich hatte keine Ahnung. Yeah. Nice, Alter. Nice. Ah, der Killer hat das intelligent gemacht, Mann. Der wusste Bescheid. Egal, Alter. War aber eine nice Runde. Das hat mir mega Spaß gemacht. Ich liebe diesen Skin. Ich liebe es, wie die Glöckelein klingen, Mann. Ding, 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 ding. Sogar noch in der Lobby. Hört ihr das? So ganz leicht. So, dass es nicht nervt. Perfekt. Awesome. Mehr sowas, bitte. Dankeschön, Alter. Okay, ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt hier mit der Spielauswahl. Wartet mal, ich guck mal noch. Es gibt halt echt kaum Weihnachts-Horror-Games. Ja, so gut wie keine. Ich weiß, wir haben schon mal vor so 3 Jahren oder so ein Game mit dem Namen Santa Claus gespielt.
Ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Hat so ziemlich jeder YouTuber schon mal gezockt. Und das Game hier ist irgendwie neu, heißt genauso, ist aber ganz anders. Gibt es irgendwie für 99 Cent auf Steam und ich werde mir das jetzt mal anschauen. Weil ich finde nichts anderes. Sorry, wenn das doof ist. Aber darum geht's ja auch nicht in meinen Videos, dass was gut ist, nicht wahr? Ei, was war denn das jetzt für eine Begrüßung? Oh, es ist 10 Uhr. Bin ich ein Frechdachs? Müsste ich eigentlich schon im Bett sein? Was ist denn hier? Wer lässt denn hier das lodernde Feuer an und den Kamin auch noch? Oh, nee, wir sind in Minecraft. Okay, dann ist alles safe. Oh, lol! Wir wohnen auf dem übelsten Aussichtsturm. Wie geil ist das denn, Alter? Kann ich hier von oben die Rehen beim Bumsen zuschauen? Sparen sich meine Eltern die Aufklärung. Mama, ich hab schon alles begriffen. Macht dir keine Mühe. Okay, was machen wir denn hier? Wir müssen schlafen oder was? Ich weiß auch nicht. Vielleicht soll ich die Geschenke auspacken. Vielleicht geht's darum. Das ist es. Oh, ich sehe auch nichts hier. Das Spiel ist super dunkel. Warte mal. Geht's hier wieder raus? Ah ja, hier. Nee, warte mal, da komme ich her. Ach, Mist. Achso, warte mal, ich bin hier im Badezimmer. Alter, ich finde meinen Weg nach draußen. Aha, ich habe meinen Weg nach draußen gefunden. Seht ihr? Ich habe es euch gesagt. Ihr müsst nur mal ein bisschen Vertrauen haben. Oh, sind das Hentas-Kekse? Ist den Keks. Das ist irgendwie verdächtig. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Ist die Süßigkeiten? Oh, da wird richtig einer weggeschnorpft, Junge. Da werden sich nochmal kräftig die Kalorien aufgeschaufelt hier vom Weihnachtsabend. Oh ja, damit es sich auch richtig lohnt. Fresse Santa alle Kekse. Weg. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich war ein unartiger Junge. Ich bin zu gierig. Oh, oh no. What the fuck? Ach ja? Meinst du? Oh nein. Jetzt bin ich bei den Rehen. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Ich habe da schon einiges gelernt, oder? Ich bin mit von der Partie. Warte, ich höre irgendwas. Oh, sind wir jetzt hier in einem Labyrinth? Wo kommt der Sound her? Ah! Wow, der hat sich kurz mal noch überlegt, ob er mir es antut, mir noch einen Jumpscare zu verpassen. Oh, warum denn aber ein Labyrinth? Das ist die dürfste Idee, die du machen kannst. Oh, nee. Na gut, wir finden mal einen Ausgang. Ich melde mich, wenn irgendwas Spannendes passiert. Spoiler, es wird nichts Spannendes passieren. Ach ja? Wow, Alter! Gogo Gadgetto Beingelenke, Junge. Die wären aber anders ausgefahren. Nicht schlecht, Brudi. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ihr habt dir so wenig zugetraut. Liegt eventuell an deinem Äußeren. Aber das sage ich dir nicht. Sonst bist du in deiner Seele ein bisschen verletzt. Ich gehe mal den Mond lang. Mal gucken, was sie ergibt. Ich habe, by the way, Geld dafür bezahlt. Für ein Black Screen, Alter. Und den W-Knopf-Simulator. Mega geil. 2000 Jahre später. Oh, ich habe was gefunden. Lol, Alter. Hat mich ja auch nur 10 Minuten gekostet. Meine Güte. Das ist halt so lieblos irgendwie. Wetten, jetzt endet das Spiel? Excellent. Ach, ich weiß auch nicht. Das halte ich für eine Übertreibung, muss ich sagen. Ach Gott. Okay, es ist ja Weihnachtsmorgen. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu freuen. Ich weiß, die Stimmungseinleitung war nicht gerade vielversprechend, aber was gibt's denn? Hey, Kiddo. The office party tonight is nicht Santa's Cookies. Hättest du das nicht vielleicht beleuchten können? Meine Güte, Alter. Wäre es mir ja vergangen, wenn ich gewusst hätte, was dahinter steht. Okay, gut. Mein Gott. Merry Christmas. Ach, danke schön. Rückkehr. Ja, ich möchte das bitte normal spielen. Bitte, bitte, bitte. Gib mir mehr davon. Mach weiterhin Spiele, die eigentlich kostenlos sein sollen, die du aber dann verkaufst. Bitte auch teurer. Das wäre wirklich großartig.
kriegen ja alle genug Geld hier zu Weihnachten. Alles klar, Leute, das war Santa Claus. Es war mir eine Lust. So, liebe Leute, ich bin ganz ehrlich so ein bisschen überfragt. Ihr habt ja einen ganzen Sack voll Spiele bekommen, würde ich sagen. Lass muss hier gut sein. Ihr sollt sowieso nicht so viel am Handy und am Computer hängen. Macht euch ein paar schöne Tage mit eurer Familie oder euren Freunden, wie auch immer ihr Weihnachten oder die freien Tage verbringen möchtet. Es war mir eine große Freude, für euch dieses Video gemacht zu haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es lustig. Das ist mir immer das Allerwichtigste. Und wie gesagt, an dieser Stelle mal, ich bin nur sporadisch zu Hause in den nächsten Tagen. Das heißt, bis kurz nach Neujahr, so ein paar Tage nach Neujahr, werden nur vereinzelt Videos kommen. Auf jeden Fall nicht jeden Tag, einfach weil ich es nicht anders schaffe. Wisst ihr Bescheid, aber auch ich brauche mal Urlaub, sonst drehe ich noch mehr durch, als es sowieso schon der Fall ist. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns am 3. oder 4. Januar dann ab da wie gewohnt wieder jeden Tag oder fast jeden Tag. Und ich wünsche euch was. Haut rein und macht's auf jeden Fall gut.